desta tarde no Brasil. Aí está, Brasil e Suíça. Estreia do Brasil, grande emoção da Copa do Mundo. Seja feliz, Brasil, pelo menos um pouquinho. E o futebol pode servir como a verdadeira anestesia do povo brasileiro. Brasilien. Kein anderes Land hat so viele WM-Titel. Kein anderes so viele Dopingfälle im Fußball. Cabeça de novo para Felipe, bateu, é gol! E que golaço! Gol do Brasil! Brasiliens Fußballkultur, in der dubiose Ärzte eine zwielichtige Rolle spielen. Brasilien. Fußball kommt hier vor allem anderen. Die erfolgreichste Fußballnation der Welt schmückt sich gern mit ihren Triumphen. Die 5 WM-Titel, Teil der brasilianischen Identität. Ihre Helden, Nationalstolz. Aber Brasilien ist auch weltweiter Spitzenreiter bei den Dopingfällen im Fußball. Zuletzt 17 allein in einem Jahr. Wir fragen uns, wie es Fußballern in Brasilien dennoch gelingt, lange Dopingsperren zu umdribbeln. Wir werden ein Zusammenspiel entdecken aus Spielern, Ärzten, Anwälten und Richtern. In monatelangen Recherchen vor und während der WM. In einer Zeit, in der uns die Branche des beliebtesten Sports der Welt wieder einmal weismachen will, dass es Doping im Fußball gar nicht gibt. Sao Paulo vor einigen Wochen. Auf den Straßen der größten Stadt des Landes. Hier bekommen wir einen Eindruck davon, wie einfach in Brasilien an Dopingmittel zu kommen ist. Wir erfahren, diese vermeintlichen Goldhändler haben weit mehr als nur Edelmetall im Angebot. Öffnen angeblich das Tor zum Schwarzmarkt. Universitätsabschlüsse seien genauso zu bekommen wie Blankorezepte für streng kontrollierte Dopingsubstanzen. Auf offener Straße. Stimmt das? Wir probieren es aus. Der erste Verkäufer, den wir ansprechen, hilft gerne. Trotz der vielen Menschen hat er offenbar keine Hemmungen bei dem Thema und führt uns zu einem Mann, der uns, so sagt er, ein gefälschtes Rezept besorgen könne. Der Mann fragt uns: Willst du ein blaues oder ein weißes Rezept? Also eins für normales Zeug oder für die harten Sachen? Wir geben vor, Testosteron kaufen zu wollen. Offenbar kein Problem. Das kann so 40 Minuten dauern. Nach nicht einmal 10 Minuten kommt der Mann wieder. Wie versprochen. Versteckt in einer Zeitung ein weißes Rezept für die sogenannten harten Sachen. Für umgerechnet gut 15 Euro. Du kannst alles selbst ausfüllen. Der Arztstempel ist schon drauf. Und damit gehe ich dann einfach zur Apotheke? Ja, kein Problem. Zu egal welcher. Das Ganze dauert noch nicht einmal eine Stunde. Ein Rezept für kontrollierte Dopingsubstanzen, erhältlich für jedermann. Aber Profifußballer werden kaum unerkannt im Stadtzentrum Dopingmittel kaufen können. Wer unterstützt sie beim Dopen, fragen wir uns.
Wir hören uns in Sportlerkreisen um, erfahren vertraulich von Ärzten, die angeblich ein dubioses Nebengeschäft führen. Vor der Kamera darüber sprechen, aber will keiner. Brasilien bringt sich schon in WM-Stimmung, da öffnet sich uns gegenüber doch einer. Kein Fußballer, aber einer, der Kontakte in diese Szene hat. Wir treffen einen brasilianischen Profisportler, der an internationalen Wettkämpfen teilnimmt. Zu seinem Schutz möchte er anonym bleiben. Er erzählt uns von einem Doktor aus Sao Paulo. Dieser Mann hat keine Skrupel. Wenn du genug Geld hast für die Behandlung, dann kümmert er sich um dich. Es stört ihn nicht, dass das gegen die Ethik des Sports verstößt oder der Gesundheit des Patienten schadet. Aber arbeitet er auch mit Fußballern, wollen wir wissen? Viele Sportler gehen zu ihm, um Dopingsubstanzen zu bekommen. Und ich weiß, dass er auch mit vielen Leuten aus der Fußballwelt zusammenarbeitet. Sein Name ist Dr. Mohamed Barakat. Schwere Anschuldigungen. Wir wollen mehr über diesen Doktor herausfinden. Im Internet stellen wir fest, Dr. Barakat ist offenbar ein Star in Brasilien. Hat Bücher geschrieben. 1 Million Follower auf Instagram. Er wirbt mit Tipps für einen gesunden Lebensstil, Anti-Aging-Programmen und sogenannten Schönheitsbehandlungen. Er schmückt sich mit Weltberühmtheiten wie dem DJ David Guetta und dem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Rubens Barrichello. Wir finden Helden aus Brasiliens Fußballgeschichte. Rivaldo, Weltmeister 2002. Zu Besuch in der Klinik nach dem Karriereende, genauso wie Kaká, Weltfußballer 2007. Verdachtsmomente zum Doping gegen sie liegen nicht vor. Wir werden feststellen, auch aktive Fußballer gehen bei diesem Doktor ein und aus. Warum, können wir nicht sagen. Noch am selben Tag ruft ein brasilianischer Sportler in Barakats Praxis an, macht einen Termin aus. Was der Doktor nicht weiß, es ist unser Lockvogel, der uns wenige Wochen später dem Doktor nahebringen wird, dem auch Profifußballer vertraut haben. Os jogadores da seleção brasileira começaram a se apresentar na Granja Comaria em Teresópolis para a primeira fase de preparação para a Copa do Mundo. 100 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro. Eine der letzten Trainingseinheiten der brasilianischen Nationalmannschaft. Brasilien gilt nach einer starken Qualifikation als einer der WM-Favoriten. Die Fans träumen vom 6. Titel. Hunderte sind gekommen, um ihre Stars zu sehen, himmeln sie bedingungslos an. Dabei hat auch einer von Neymars Mitspielern gerade erst eine Dopingsperre abgesessen. Neymar! 2015 erwischt bei einer Dopingkontrolle der Mittelfeldspieler Fred mit der verbotenen Substanz Hydrochlorothiazid. Ein sogenanntes Diuretikum. Medizin, um Menschen mit hohem Blutdruck zu behandeln und den Körper zu entwässern. Auch Dopingmittel wie anabole Steroide können so aus dem Körper gewaschen werden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat Diuretika deshalb verboten. Fußballer betonen zwar fleißig, Diuretika hätten für sie gar keinen leistungssteigernden Effekt. Warum aber tauchen sie dann so häufig im Urin von Fußballern auf? Immer wieder gibt es in den vergangenen Jahren positive Tests auf Diuretika. Die Sperren der brasilianischen Fußballer oft nur wenige Monate, maximal ein Jahr. Die Regelsperre für Dopingsünder beträgt mindestens 2 Jahre. Oft retten sich die Fußballer mit seltsam anmutenden Rechtfertigungen. Besonders beliebt Verunreinigung, Kontamination. Genutzt von vielen brasilianischen Sportlern. Eine Apotheke müsse ihnen die verbotene Substanz in ein Nahrungsergänzungsmittel gemischt haben. Sie träfe keine Schuld. Aber ist das glaubwürdig? Können Nahrungsergänzungsmittel von Fußballern verunreinigt werden?
Farmácias de Manipulação gibt es in Brasilien an jeder Ecke. Wobei Manipulação dabei für Mischung steht. Es ist eine Art Apotheke, die es fast nur in Brasilien gibt. Statt industrieller Herstellung individuelle Mischungen für jeden einzelnen Patienten. Wir verschaffen uns in einer der Apotheken einen Eindruck. Die Qualitätskontrolle umfasse mehr als 300 Regeln, erfahren wir. Wie viel von welcher Substanz wann gebraucht wird, alles festgehalten in einer Datenbank. Die Maschinen müssen nach jeder einzelnen Mischung gesäubert werden. Das sind die Kabinen, wo die Medikamente gemischt werden. Man kann immer nur mit einem Medikament da hinein. Wir fragen nach der Substanz, die in Brasilien so viele positive Dopingtests verursacht, angeblich durch verunreinigte Medikamente. Wie viele Medikamente produzieren Sie denn im Monat? Im Monat sind es in der Regel 2800. Und mit dieser Substanz? 13. Also weniger als ein halbes Prozent. Deutlich weniger als 1%, ja. In Anhörungen, wo Fußballer oder andere Sportler ihre positiven Tests auf die Apotheken schieben, seien diese Apotheken selbst nie gehört worden. Verunreinigung aber sei ausgeschlossen, sagen sie. Und wie sehen das unabhängige Anti-Doping-Experten? Brasil e Suíça. O Brasil perde chances importantes. Lissabon, Portugal. Hier treffen wir einen international angesehenen Experten im Kampf gegen Doping. Der Portugiese Luis Horta hat jahrzehntelange Erfahrung, hat in Brasilien die Anti-Doping-Agentur mit aufgebaut und die Erklärung der Verunreinigung dort immer wieder gehört. Diese Theorie der Verunreinigung, die es in Brasilien immer wieder gibt, ist sehr merkwürdig. Seltsamerweise ist es immer die gleiche Erklärung und auch die Anwälte, die sie vorbringen, sind immer dieselben. Das erscheint mir deshalb eine ziemlich konstruierte Erklärung zu sein, die noch dazu auf immer dieselben Experten und Labore setzt. Dabei ist es quasi unmöglich. Luis Horta ist überzeugt, dass positive Dopingtests mit Diuretika häufig kein Unfall sind, sondern dass Fußballer diese Mittel ganz bewusst einsetzen, als Verschleierungsmittel. Gut, man kann nun sagen, er wurde ja trotzdem erwischt. Es ist aber anders. Bei einem Diuretikum handelt es sich um eine Substanz, für die eine geringere Strafe vorgesehen ist. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass in einigen Fällen nicht etwa eine Verunreinigung vorlag, sondern dass die Sportler eine andere Substanz einnahmen, die sie mit einem Diuretikum zu verschleiern versuchten. Alles für den schönen Schein? Zurück in Brasilien bekommen wir einen weiteren Hinweis darauf, wie der Weltfußball offenbar hässliche Wahrheiten geheim halten will. Ein Sportmediziner, der mit brasilianischen Nationalspielern gearbeitet hat, erklärt uns, Verunreinigung sei eine billige Ausrede. Und dann spricht er von einem Ex-Nationalspieler, dessen Blutwerte er analysiert hat. Sein Fazit? Ich habe keinen Zweifel, dass mit anabolen Steroiden gedopt wurde. Ein Weltklasse-Fußballer, dessen Namen wir nicht nennen können. Positiv getestet wurde er nie. Liegt es daran, dass er nie gedopt hat? Oder sollte die Öffentlichkeit nur nicht davon erfahren? Momento do esporte, do futebol, no mundo. O esporte que ajuda tanto na formação das pessoas, das crianças, nos exemplos, na formação do cidadão, que não resolve nem complica os problemas do mundo, nem de nenhum país. Copa do Mundo é sempre grande barato. Casemiro avança, contra-ataque do Brasil, são 4 contra 3. Lá vai Casemiro, por dentro para Douglas Costa, invadiu a área, bateu, tocou Neymar, é gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
Am selben Tag, an dem Brasilien seine Seleção bejubelt, bekommen wir ein Video zugespielt. Von einem brasilianischen Informanten. Es ist ein Video vom Oktober 2013. Es zeigt den Besuch bei einem Arzt. Bei dem Arzt, der offenbar auch Profifußballer betreut. Damals noch ohne Vollbart, Dr. Mohamed Barakat. Der Patient im Video sagt, er wolle fitter werden. Barakat verspricht schnelle Hilfe. Natürlich nur, wenn Sie machen, was ich Ihnen sage. Zaubern kann ich auch nicht. Aus seinen Methoden macht Barakat kein Geheimnis. Das hier ist eine Testosteroncreme. Hier drücken und dann an der Innenseite der beiden Arme einreiben. Das Hormon wird über die Haut aufgenommen. Testosteronverschreibungen. An dem Tisch, an dem mutmaßlich auch Fußballgrößen gesessen haben. Und? Das ist ein Anabolikum, Stanozolol. Das nehmen Sie dreimal am Tag. Frühstück, Mittag, Abend. Frühstück, Mittag, Abend. Dr. Barakat und sein fragwürdiger Ernährungsplan. Wir wollen den Mann treffen, der uns das Video geschickt hat. Ein investigativer Journalist, der in Brasilien im Bereich Doping recherchiert hat. Und bei Barakat mit versteckter Kamera filmte. Er hat recht schnell mein Blutbild überflogen. Und dann sagte er, mein Testosteronspiegel sei niedrig, obwohl der Wert in Wahrheit im normalen Rahmen lag. Er hat keine weiteren Fragen gestellt. Und dann fing er an, mir vier verschiedene Arten Anabolika zu verordnen. Sergio Ruiz Luz erzählt uns, von allen Ärzten, zu denen er in Brasilien recherchiert habe, sei Barakat der skrupelloseste. Er habe ihm auch zu einem besonders schweren Dopingmittel geraten. Das Video davon wurde bislang nicht veröffentlicht. Sie nehmen Wachstumshormon. Das spritzen Sie sich in den Bauch. Paff! Es ist eine gute Investition. Innerhalb von 2 Monaten werden Sie großartige Ergebnisse erzielen. Wachstumshormon. Ein beliebtes, aber hochgefährliches Dopingmittel zum Muskelaufbau. Barakat begleitet den Patienten eine Etage nach unten. Die erste Dosis könne nun gleich hier in der Klinik verabreicht werden. Sie lassen sich spritzen und nehmen eine Dosis mit und wenn nichts mehr da ist, holen Sie sich die nächste. 13 bis 21 Uhr. In der Zeit können Sie vorbeikommen zum Spritzen. Zum Spritzen eines Medikaments, das unter anderem für AIDS-Patienten gedacht ist und Minderjährige mit Wachstumsschwäche. Der Patient, ein gesunder Erwachsener, gibt vor, lieber am nächsten Tag wiederzukommen. Ein Arzt, der ungeniert Dopingmittel verschreibt und in dessen Patientenkartei auch Fußballer stehen. Die Geschichte von Dr. Barakat erinnert uns an einen anderen Arzt, dessen Machenschaften die ARD vergangenes Jahr aufgedeckt hat. Julio César Alves, ein Dopingdoktor, der Sportlern Arzneimittel für Tiere verschrieb. Ich will, dass du das nimmst, verstehst du? Clenbuterol. Der 2013 öffentlich behauptet hatte, gerade mit Weltklasse-Fußballern zu arbeiten. Auch aus der brasilianischen Fußballnationalmannschaft? Ja. Wie viele? 2. Mehr als ein Jahr nach unseren Enthüllungen fragen wir uns, praktiziert dieser Mann im Umland von Sao Paulo noch immer? Unser Lockvogel, der Leistungssportler, fragt auch bei Alves nach einem Termin. Kein Problem. Sie können am Mittwoch kommen. Sagen wir 8 Uhr? Der Dopingarzt kann offenbar ungestört weiterarbeiten. Zu unseren Anfragen bei der Staatsanwaltschaft und der Ärztekammer von Sao Paulo, ob gegen Alves überhaupt ermittelt werde, kriegen wir keine Auskunft. Und sein offenkundiges Pendant, Dr. Barakat? Wir erfahren, dass schon vor 5 Jahren ein Verfahren eröffnet wurde. Die versteckten Aufnahmen aus der Praxis liegen der Ärztekammer von Sao Paulo seitdem vor. Wir fragen nach, warum trotzdem bis heute nichts passiert ist und Barakats Geschäft offenbar weiterlaufen kann.
Jeder Arzt hat ein Recht, sich zu verteidigen. Er hat ein Recht darauf, 5 Zeugen zu seinen Gunsten zu berufen. Die wohnen oft weiter weg. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass ein Prozess 5 Jahre dauert. Ich gehe nicht davon aus, dass es Konsequenzen geben wird. Diese Ärzte halten zusammen. Die Richter der Ärztekammer sind selbst Mediziner, die ihre Kollegen schützen. Oft bekommt der Arzt dann eine einfache Verwarnung und die Gesellschaft erfährt nicht einmal, dass es ein Problem gibt. Wir bekommen das Gefühl, dass dopingaffine Ärzte in Brasilien ungestört walten können. Und ihre Spur führt uns auch zu der Dopinggeschichte dieser WM. Vorrundenabschluss. Peru trifft auf Australien, die Südamerikaner angeführt von ihrem Nationalhelden. Paolo Guerrero, Capitán de Peru, del Flamengo, de Brasil. Einem Helden, der eigentlich gar nicht hier sein dürfte. Paolo Guerrero, früher bei Bayern München und dem Hamburger SV aktiv, jetzt seit 6 Jahren in der brasilianischen Liga. 2017 mit einem positiven Dopingtest auf ein Abbauprodukt von Kokain. Guerreros brasilianische Anwälte schoben das zunächst auf ein verunreinigtes Grippemedikament. Später hieß es, ein Coca-Tee sei schuld. Als Guerrero dennoch gesperrt wurde und drohte, die WM zu verpassen, machte Perus Staatspräsident den Fall zur nationalen Sache. Wir hoffen, dass dieser Weg, den Paolo mit seinen Anwälten eingeschlagen hat, erfolgreich ist. Das hoffen wir. Und dass eine Sperre vorübergehend aufgehoben wird. Tatsächlich darf Guerrero trotz Dopingsperre zur WM. Ein historisch einmaliger Vorgang, der Perus Nationalheld das Highlight seiner Karriere ermöglicht. Genau zu dieser Zeit hat das Warten für uns endlich ein Ende. Der Termin beim Arzt steht an. Barracats Klinik liegt im Stadtzentrum von São Paulo. Unser Lockvogel macht sich auf den Weg. Jenen Weg, den vor ihm auch Fußballer gegangen sind. Er wird sich als Leistungssportler vorstellen. Ob er dann Dopingmittel bekommen wird? Er filmt im Innern mit versteckter Kamera. Die Praxis gleicht eher einem Hotelfoyer. Mit Buffet, Getränken, Bedienung. Der Termin wird insgesamt fast 4 Stunden dauern. Unser Lockvogel muss sich zunächst verschiedenen Untersuchungen unterziehen. Orthopäden, Ernährungsberater, auch der Hormonhaushalt wird besprochen. Dann erst geht es zu dem Mann, der uns wirklich interessiert. Dr. Barracat kommt schnell zum Punkt. Nehmen Sie Steroide? Er selbst habe mit Anabolika Erfahrung und nicht nur damit. Das hängt von jedem einzelnen Sportler ab. Wir finden was für Sie. Ich nehme Testosteron und Wachstumshormon seit 10 Jahren. Können Sie mir dafür jemanden empfehlen? Da kann ich 2 Kontakte geben, mit denen Sie reden können. Den hormonellen Teil erledigen wir dann hier. Barracat ruft einen Kollegen an und fragt nach den Nummern der Männer, die unserem Sportler offenbar Testosteron und Wachstumshormon besorgen können. Hormone sind das Elixier des Lebens. Sie werden wegfliegen. Ihr Zustand wird sich stark verbessern. Barracat verschreibt dem Lockvogel mehrere Nahrungsergänzungsmittel. Auf den Rezepten, die dieser vor wenigen Tagen erhält, etwa Cortisol, als Dopingmittel im Wettkampf verboten. Und Anastrozol, als Dopingmittel zu jeder Zeit streng verboten, eigentlich ein Brustkrebsmedikament, hier einem gesunden Sportler verschrieben.
Allein für diesen Termin zahlt der Lockvogel umgerechnet rund 450 Euro. Dazu wird noch mal ebenso viel für die verschriebenen Mittel kommen. Diese Mittel, das wird uns später ein anerkanntes Anti-Doping-Labor bestätigen, beinhalten tatsächlich das, was sie vorgeben: verbotene Doping-Substanzen. Aber Barakat hat unserem Lockvogel ja noch etwas gegeben: den Kontakt zu einem angeblichen Dealer für muskelaufbauende Mittel. Unser Lockvogel schreibt ihn an und bekommt von einem Dritten kurz darauf eine Preisliste zugeschickt für Dutzende stark wirksame Dopingsubstanzen. Wenig später steht der Deal. Die Lieferung zwei Tage später. Wachstumshormon, Stanozolol, Oxandrolon, Nandrolon und andere anabole Steroide in rauen Mengen. Von dem Dealer, den er empfohlen hat. Dr. Mohammad Barakat. Und dann machen wir eine bemerkenswerte Entdeckung. Die Praxis des dubiosen Dr. Barakat, sie wurde nicht nur von einstigen Top-Fußballern, sondern auch von mehreren aktuellen Profis aufgesucht. Darunter ein absoluter Weltstar. Fotos von 2013 in der Praxis. Sie zeigen einen damaligen Spieler von Corinthians Sao Paulo mit Barakat. Es ist der Spieler, der die größten Doping-Schlagzeilen kurz vor der jetzigen WM in Russland machte. Perus Kapitän und Volksheld Paolo Guerrero. Von Barakat behandelt gleich zweimal, wie dieser Stolz schreibt. Heute habe ich Paolo Guerrero empfangen. Er sucht eine schnelle Regeneration von seiner OP, sodass er wieder über die Plätze fliegen wird. Und das alles nur vier Wochen, nachdem dieser Arzt einem verdeckt arbeitenden Journalisten hochwirksame, gesundheitsgefährdende Dopingsubstanzen verschrieben hatte. Jetzige Anfragen der ARD zu seinem Tun ließ der Doktor unbeantwortet. Und Weltstar Paolo Guerrero? Wir haben auch Fragen an ihn. Bereiten ein Schreiben vor. Paolo Guerrero, el capitán de la selección, el hombre que estuvo suspendido, el goleador histórico, 35 goles. An ihn heranzukommen, sehr schwer in diesen Tagen. Einzige Chance für uns in der Mixed Zone nach dem WM-Spiel Peru gegen Australien. Wir bitten eine Mitarbeiterin des ARD-Teams vor Ort, Guerrero, zu fragen. Sie waren im Mai und Oktober 2013 beim brasilianischen Arzt Mohammed Barakat. Können Sie bitte kurz sagen, was Sie da gemacht haben? Bitte? Können Sie bitte sagen, was Sie da gemacht haben 2013 beim brasilianischen Arzt im Mai und Oktober? Ich weiß nicht, was Sie mich fragen. Von was? Womöglich hat er unsere Frage nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Entschuldigung. Um sicher zu gehen, geben wir seinem Pressebegleiter unsere schriftliche Anfrage mit. Ach so, keine Ahnung. Zwei Tage später, bei der Rückkehr des peruanischen Teams in der Hauptstadt Lima. Inzwischen haben wir unsere Anfrage an Guerrero auch per E-Mail an sein Management und an den nationalen Verband geschickt. Doch Guerrero, in seinem Heimatland verehrt wie kaum ein Zweiter und einer der Superstars in der brasilianischen Liga, bleibt eine Antwort schuldig. Brasil vai para o ataque, 1 a 0, ganha o jogo, fechado na área, subiu pro gol! Brasilien. Ob ausländische oder einheimische Spieler, hier gehen offenbar nicht wenige Fußballer fragwürdige Wege für den Traum vom großen Triumph. Seleção brasileira
entra na Copa, Oscar. Sorriso do time brasileiro, da torcida brasileira. A vitória importante aqui do time do Brasil. Die Hoffnung auf den sechsten WM-Titel kann aber nicht verdrängen. Der Fußball hat in Brasilien in Sachen Doping seine Unschuld längst verloren.